So Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Das also, ja, das hatten wir schon. Unsere Ziele sind hier irgendwo. Ein verdächtiges Trio. Glaubst du wirklich, sie meinte unsere Herzlosen? Jede Wette. Los, sehen wir uns um. Ich bin da nicht so sicher, weil ich habe ja die ganzen Kindermarzelle so bisher alle gezockt, außer Birth by Sleep. Muss ich kurz anmerken, außer Birth by Sleep. Aber wenn man Kindermarz gezockt hat, da weiß man eigentlich, dass das Trio Sora, Donald und Goofy ist. Und der Kartensoldat denkt zu viel. Da können wir nicht durch. Wieso nicht? Einfach rügeln dann durch. Und wie wir das können. Aber da ist eine Wache. Aber die ist müde. Für rote Nase. Alles ist möglich. Wir müssen bloß den richtigen Zeitpunkt abwarten. Trifft, dass wir uns zur rechten Zeit und großer Erfolg ist nicht weit. Oh, du meinst also, wir sollen warten, bis sie nicht hinsehen und dann vor sie rüberschleichen? Richtig. Gut erkannt. So, geklärt. Jetzt kommt der erste von dem Trio. Die sehen alle so aus wie Klappersoldaten. Sind das auch bestimmt? Okay, Wichser. Dann habe ich jetzt insgesamt 4 Gegner getötet. Ich höre das Telefon. Ayo-Rezept. Sehen wir uns mal weiter um. Das geht ja irgendwie extrem schnell. Ich weiß nur, dass ich hier irgendwie Probleme hatte. Okay, ich habe keine Magie. Wichser, stirbt meine Runde. Okay, er ist schon gestorben. Schade. Ich dachte, ich kann ihn noch umbringen, aber naja. Wenn Luxor das macht, ist auch kein Problem. Mir fehlt jetzt nur eine fucking Truhe. Ist da was? Nein. Da ist was. Nee, du kommst mir nicht, kleine Abzeichen. Ich werde sowieso fast alles 100% hier machen. Wenn ich jetzt gerade zurückdenke, hatte ich am Anfang hier so große Probleme, alle wieder durchzukommen. Und keine Schatzung habe ich. Jetzt kommen die letzten Gegner. Ach, leichte Kleinigkeit. Wenn man Limitbrecher hat. So, getötet. Dankeschön. Gehen wir zurück, Roxas. Ja, aber warte, wenn wir das Trio erledigen, nachdem die Kartensoldaten suchen, was werden... Ihr habt sie immer noch nicht gefunden? Dafür werden Köpfe rollen. Alle Suche der Welt wird ihnen nächstes Mal helfen. Dann waren es also die Herzlosen. Wir haben heute mehr Glück als die anderen. Dank deiner Neugier haben wir eine Abkürzung gefunden. Der Schlüssel zum einen Weg, was? Und direkt ins Grab. Netter Gedanke. Jetzt zum letzten Abkürzung. Ja, ich gehe zurück. Ich habe alles gefunden. Ja, ich habe alles gefunden. Also mir ist es jetzt egal. Oder? Warte, ich habe jetzt alles gefunden. Vielleicht kommt jetzt Cutscene-Time. Vielleicht kommt es hier. Sag ich doch. Die Wahrheit über Namine. Wechseln. Okay. Alles weiße Bücher? Hm.
Du bist früh zurück. Meine Mission war nicht so schwer. Habe ich mir eben schon gedacht. Und wie geht's? Gut. Schön. Und keine Gegenfrage von Shion. Na gut. Da hat sie wohl nicht MSN kennengelernt. Wo waren Emma? Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Was machst du? Nichts. Und du? Nichts. Das ist Standard einfach bei MSN oder bei Facebook. Hey, wo ist Axel? Er macht was für seine Bildung. Er liest Bücher. Hey. Hab ihn nicht gesehen. Yeah, die Glocken läuten. Langsam wird's spät. Ich glaube nicht, dass er kommt. Willst du noch warten? Okay. Bisschen zu warten schadet ja nie, oder? Ihr beide seid immer früh. Ihr seid immer für mich da. Oh. Ach, ich mache nichts Besonderes. Axel ist derjenige, der sich die Mühe macht. Ich bin nur froh, dass ihr beide mit mir in der Organisation seid. Wie lange das noch gehen wird? Die Leute, die das Spiel kennen, wissen das. Hoffentlich kommt Axel noch. Ich glaube, gleich kommt die Katze mit Sykes und Axel. Okay. Tag. Anomalität. You seem to be struggling. A nobody is interfering, I think. A nobody. I keep trying to piece his memory back together. But what if some of the pieces got lost? There would be no way for me to finish. If that happened, and they found their way into someone else, he'd never get them back. Oh, I think he can do without a memory or two. But what if he needs those memories in order to wake up? What if they're the key? Namine, you are a witch who has power over Sora's memories and those connected to him. Are you seeing something I cannot? If his memories become her memories, she will never survive it. She? Sie? Wer ist sie? Also, Sora vermisst ein paar Erinnerungen. Und diese Erinnerung ist wichtig, damit er aufwacht. Von seinem langen Schlaf. Hey Roxas, inzwischen frage du was. Wie gut kannst du aufklären? Finde alle Herzen der Mission 52, sie sind gut versteckt. Untersuche alle verdächtigen Punkte. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Dann dann kann ich dich belohnen. Okay. Wow, sehr gut, du hast alle gefunden. Hier, für dich, Mann. Brauchst etwas Karma, nachdem ich dir meine Arbeit aufgebrummt habe. Du Wichser. Und Axel, warum bist du gestern nicht gekommen? Hey, Roxas, du und Demix heute? Viel Glück. Oh, scheiße, Mann. Ich habe so keinen Bock auf den kleinen Wichser. Also, Sora schläft immer noch von Shadow Memories, das weiß man ja sowieso noch. Sehen wir uns einmal, ob ich dieses Schlüsselschwert jetzt holen kann. Ach, immer noch nicht. Mir fehlen Runentech. Warte, kann ich mir das schmieden? Nein, kann ich mir das kaufen? Dunkler Barren. Ja, kann ich mir so teilweise kaufen. Aber ist mir das eigentlich jetzt teilweise egal. Ich will jetzt nur
bisschen aufklären für die ganzen Zuschauer, die das jetzt wissen wollen. Wir treffen uns wieder nach der Arbeit. Manchmal warten Axel und Shion schon auf mich. Manchmal bin ich der Erste. Wir haben alle viel zu tun und sind deshalb nicht immer alle da. Aber auch wenn die anderen nicht da sind, scheint wenigstens alles wieder beim Alten zu sein. Ob die beiden das wohl genauso sehen? Ich habe wieder vergessen, Shion nach den Bildern in meinen Kopf zu fragen. Wer ist der? Was hat er mit mir zu tun? Ja. Nein, kann man nicht sagen. Du bist sehr... Ich will nicht spoilern, das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Sehen wir uns mal an. Ich schicke dich heute mit Demix los. Versuch ihn etwas von der Arbeitsmoral abzugeben. Beende die herzlosen Bedrohung. Narina des Lumbes ist eine unidentifizierte riesige Gaslos aufgetroffen und besiegen mit Demix. Warte mal, Tag 225 hatte der Anfang, oder? Das war da die Anfang-Cutscene. Ja, das war die. Gut so. Dann dauert es nicht mehr lange. Warte, welche Herzlose war es nochmal? Schon wieder Herzlosenjagd? Dabei sage ich denen immer wieder, dass ich nicht dafür geeignet bin. Diesmal geht es um ein spezielles Ziel. Sykes meinte, es wäre stark. Ist es zu spät, um nach Hause zu gehen? Ich muss also diese ganzen Kampfmission machen, weil wir Partner sind. Wollen wir uns trennen wie beim letzten Mal? Bist du irre? Und wenn wir es finden, ich kämpfe ganz bestimmt nicht alleine gegen dieses Ding. Dann lass uns loslegen. Lass die Party beginnen. Ja, ihr Herzlosen könnt mich sowieso jetzt mal. Warte, was für ein Herzloser war es nochmal? Ich kann mich daran echt nicht mehr so erinnern. Wappen hab ich. Ist hier noch ein Wappen oder so? Wo willst du hin? Ach, der ist jetzt abgehauen. Egal. Ich hau auch ab. Ist klar, dass er nicht mitkommt. Ist ja irgendwie klar. Ich bleibe hier draußen und bewache den Ausgang. Keiner kommt hier raus. Außer mir vielleicht. Ich hasse dich so sehr, Demix, du weißt es nicht. Ich hasse dich so sehr. Du bist die größte Miss... Oh, Riesenpopo. Mit dicker Oberarm. Ich habe auf dich gewartet, Kleiner. Heute ist der große Tag, ne? Großer Tag? Keine Angst, ich habe dich bereits für die Spiele angemeldet. Du musst einfach nur das anwenden, was du im Training gelernt hast. Aber, na gut. Die Spiele sind heute... Dann muss ich teilnehmen, um in der Arena suchen zu können. Hör auf zu träumen, Kleiner. Du musst da draußen hellwach sein. Sag, wenn du soweit bist. Geht gleich, Bossi. Truhe. Abzeichen. Feldfreigeber. Okay, da kann's losgehen. Kann's losgehen? Ja. Er hat so dicke Oberarme. Okay, auf in die Arena. Denk immer an den Königsweg zum Sieg. Kleiner, zwei Worte. Niemals. Jemals. Verlieren. Ich glaube, du hast echt früher in der Schule nicht aufgepasst. Ja, gepumpt. Nimmst du an den Wettbewerb teil, Roxas? Anscheinend schon. Sieht so aus. Die Spiele sind die einzige Möglichkeit, jetzt in die Arena zu kommen. Ich komme dann nach. Ich hoffe sehr darauf. Du kannst so lange darauf hoffen. Dieser Spasti wird dich so verraten. Oh nein, besiege alle Herzlosen. Ach, oh, erstmal diese Wappen da holen. Okay, ihr habt dann alle Wappen. Ah, das ist Sturm. Ich hatte, es gibt noch eine Gegnersorte, die hier Kacke ist. Okay, Truhe ist irgendwie aufgetaucht halt. Das haben sie cool gemacht. Das ist wie bei Kingdom Hearts. Besiege alle Herzlosen, geht klar.
Also sind es insgesamt 6. Schwebende Geister. So. Komm, jeden einzelnen von euch selbst verprügeln. Ja, komm, Limitbrecher. Das erspart die Arbeit viel mehr. Und nochmal. Und so. Was? Das sind noch mehr Herzlose? Als gedacht? Wie viele von euch gibt es eigentlich hier? Hallo? Verdammt, Mann. Ey, der hätte mich jetzt eiskalt umgebracht. So. Komm, bring den jetzt auch um. Okay. Dauert nicht mehr lange. Warte, wie viele Runden gab es denn? 10 oder so? Ach, besiegt. Ach, dieser fette Bum da. Okay, wie viele Herzen sind das denn? Nur 4, okay, und damit kann ich noch leben. Aber. Du Wichser. Stirb. Ey, das ist gut, Feuermagie. Okay, hat meine Stufe runter gemacht. Geht es eigentlich damit besser mit den Kisten? Weiß ich nicht, ich probier's. Ey, bist du irgendwie ein dämlicher Der ist nur ein dämlicher Schwachmat. Er greift eine Kiste an, die einfach nur rumsteht. Wie schon gesagt, ich kann es verstehen, wenn ich einen Hass auf Kisten habe, aber bei ihm verstehe ich das nicht. Okay. Ich hoffe nicht von vorne, ich hoffe nicht von vorne, ich hoffe nicht von vorne. Gut so. Ihr Hurenböcke, ihr wolltet das, ihr kriegt es jetzt, dann habt ihr es. Achso, das war eine Kiste, die gerade wieder aufgetaucht ist. Okay. Klären erstmal dieses Problem hier. Der Machtregelung. Wer hat hier Macht? Kleine Pussy. So, geklärt. Hat die lange genug gedauert? Hallo? Hallo, verdammt! Yay! Heißt das, dass ich bald fertig bin? Wie sie alle 4 Herzlosen? Oder stand da keine Ahnung, was da jetzt stand? Oh nein! Limitbrecher vor du willst! Wo bist du denn? Jetzt komm her. Jetzt nochmal, weil es so schön war. So schnell hat es geklärt. Aber ich glaube, ich habe ein paar Probleme. Weil ich bald abkratzen werde, wenn ich nicht aufpasse. Du schlägst dich toll, Kleiner. Gewinn den nächsten Kampf und der Titel gehört dir. Okay. Ich weiß nicht viel über deinen Finalgegner, aber so wie er aussieht, hat er schon so einige Kämpfe gesehen. Ist es nicht Cerberus, oder? Pass auf dich auf. Das werde ich. Jetzt bist du schon so weit gekommen. Lass dir den Titel nicht einfach wegschnappen. Denk immer daran, ich setze große Erwartungen in dich, Kleiner. Erwartungen? Du meinst, du befiehlst mir zu gewinnen?
Befehlen? Wovon redest du? Es bedeutet, ich vertraue darauf, dass du gewinnen kannst. Vertrauen? Richtig, und jetzt geh da raus und gib dann denen was auf die Nuss. Wo ist der Gegner denn? Oder taucht er jetzt auf? Warte mal, da war das nicht ein... Doch, das war ein... Hey, Kleiner! Was? Wer ist dieser Typ? Das werden wir im nächsten Part herausfinden.